Ich habe heute meine Tiere, dass ihr mal sehen könnt, ich habe heute meine Tiere Kräuter mitgebracht. So Gänseblümchen, Gräser, lauter Kräuter mit Wurzeln, Löwenzahn, Spitzwegerich, Löwenzahn, das versteckt sich gerade da unten irgendwo, warte mal. Wo kann das Löwenzahn sein? Ja. Gänseblümchen, Löwenzahn, diese Löwenzahnblätter. Jetzt werden meine Tiere sich echt riesig freuen darauf. Die freuen sich schon. Dazu gibt es zwei Möhren. Wieder Haferflocken. Rapunzelsalat. Mal schauen, ob das eure Tiere auch schmeckt, Rapunzelsalat. Und ja, legen wir los. Viel Spaß mit diesem Video. Wie gesagt, machen wir heute Kräutersalat für meine Kaninchen. Legen wir schon mal alles auf den Tisch. Lauter gemischte Sachen. Rapunzelsalat muss heute gegessen werden von meinen Kaninchen, dass es nicht schlecht wird. Legen wir alles da drauf. Wie schmeckt eure Kaninchen den Rapunzelsalat? Rapunzelsalat ist sehr lecker für die Kaninchen. Hört nicht auf das Internet, das stimmt nicht. Ich gebe jeden Tag meine Kaninchen Löwenzahn. Ganz viele Mengen. Das mischen wir jetzt. Wie ich es mache. Einmal immer umdrehen, das ist mischen. Dass das nämlich gemischt ist mit dem Rapunzelsalat. So. Legt einfach ein euer. Ihr habt bestimmt einen alten Tisch oder so draußen im Garten stehen oder so. Tut einfach euer Kräuter, was ihr gesammelt habt, zusammen mit Rapunzelsalat. Legt ihr einfach dann da drauf. Dann tut ihr das Löwenzahn da oben drauf auf die Gräser und Kräuter. Dann dreht ihr das um, also mischen, so wie ich. Dass das nämlich alles unten hängt. So, dass es halt gemischt wird. Dazu nehme ich ein von denen ihren Teller. Also von Schächen. Jetzt kommt erstmal Klopfer dran. Geklopft. Dann tun wir was im Schälchen rein. Mit Vollkornhaferflocken. So, eine Handvoll da rein. Noch vielleicht noch ein Gänseblümchen. Vom Rapunzelsalat noch. So. Dann kommt das Haferflocken. Mahlzeit. Dann tun wir das. Tun wir erstmal noch ein Löwenzahnblatt da rein. Dann tun wir es zum Stall rein. Das am Anfang habe ich euch vergessen. Nehmt, wenn ihr vielleicht sammeln geht, nehmt keine Plastiktüte, sondern nehmt einfach so ein. So einen alten Eimer, der halt vertrocknet ist. Das ist nicht, nämlich nicht feucht, sondern getrocknet. Dieses Dreck da, also zum Verputzen, aber das ist keine Angst. Ich habe es ausgewaschen und das ist auch trocken. Da ist kein Dreck mehr dran davon. Tut es einfach, irgendeinen alten Eimer von euch nehmen, dass ihr keinen neuen Eimer versauen tut und dass eure Eltern dann nicht sauer wird. Nehmt einfach so einen alten Eimer von Garten oder draußen oder sowas. Dann nehmt ihr einfach so einen Eimer und tut das halt damit sammeln. Da ist auch nichts dreckig, also wie gesagt. Und jetzt tut ihr noch Haferflocken. Jetzt kommt es im Stall vom Klopfer. Yummy, 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 Klopfer. Lass dir schmecken. Jetzt kommst du dran, Trixi. Und wenn ihr nicht sicher seid, tut einfach es in eine alte Schüssel rein, so wie ich, oder in eine neue Schüssel, keine Ahnung. Dann tut ein bisschen Wasser rein oder viel,
dass das Ganze ausgewaschen wird mit Pisse, dass da alles ausgewaschen ist, dass kein Dreck mehr dran ist, kein Zement, weil falls da ein bisschen Brösel mit Zement drinnen ist. Tut es einfach auswaschen. Ich habe jetzt mal nachgefragt, da kann nichts passieren, weil es getrocknet ist, aber wegen der Pisse muss man es wahrscheinlich auch auswaschen. Dass die ganze Pisse, wo die Hunde hinpinkeln, weil es ist halt schwer, Gräser zu finden, weil überall pinkeln ja die Hunde hin. Ich weiß es ja selber, weil ich habe ja selber einen Hund. Und dann tut es einfach auswaschen ein bisschen, dass die ganze Pisse weg ist, den ganzen Kräuter. Und dann legt es halt einfach auf den Tisch und lässt es trocken. Und das andere schütten wir halt jetzt mal weg. Zum Beispiel in so eine Wiese. So. Und dann tun wir das auswinkeln, dass die ganze, dass es getrocknet wird. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch um. So. Drückt es einfach mit der Hand noch mal ein bisschen trocken, dass es schneller trocken wird, dass ihr das die Hasen geben könnt. Könnt es auch nass die Hasen geben, aber halt ein bisschen könnt ihr es noch trocken lassen. Ihr könnt auch mit dem Föhn dran gehen, wie ihr halt wollt. So. Sicherheit für euch. Aber ihr könnt, müsst es ja nicht unbedingt auswaschen, da passiert ja nichts. Ich gebe ja öfters meine Hasen Gras, wo die Hunde ein bisschen hingepingelt hat, da ist nie was passiert. Aber es ist jetzt nur ein Tipp für euch, wenn ihr so einen dreckigen Eimer habt, wäscht es ein bisschen aus, müsst ihr aber nicht, weil das Zement oder so, der Dreck ist ja schon ausgetrocknet, da passiert eigentlich gar nicht viel. Aber ich mache das jetzt mal sauber, dass man weiß ja nie, wer da alles hingepunzt hat oder so. Oder Vögel hingekackt oder die Mäuse. So, jetzt ist das Gras trocken. Jetzt können wir jetzt die Kaninchen geben. Und ich war zufällig noch beim Teegut-Gerat eben und habe mir Kopfsalat für meine Kaninchen gekauft. Das lieben meine Kaninchen so gerne. Und ja, das kriegen sie jetzt. Meine Kaninchen geht so gut bei mir. Die kriegen alles. Die kriegen Karotten, Möhren, Kopfsalat, Zuckerrüben manchmal. Also nicht manchmal. Ich habe ihnen mal einmal Zuckerrüben gegeben. Das heißt ja manchmal. Ich glaube ja, ich habe ihnen im September oder so Zuckerrüben gegeben. Oder November, weiß nicht wann das war. Aber ich gebe denen eigentlich keine Zuckerrüben. Das war nur einmal. Das Kopfsalat kriegen sie jetzt auch. Könnt alles nachmachen, was ich euch zeige, wenn ihr wollt. Die Karotten kriegen sie von mir. Haferflocken von jeden Tag. Meine Kaninchen sind so goldig. So, jetzt tun wir Folgendes machen. Wir reißen ein paar Blätter dahin. Von Salat. Legen es da drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Salat auch vorher waschen. So. Dann machen wir es wieder so wie vorher. Wir mischen es alles. Das ist nämlich, dass die nämlich mehr zum Knabbern haben. Ziehen einmal alles so hoch und runter. So. So, jetzt kriegt sie wieder was. Vorhin habt ihr nichts bekommen, sorry, aber ihr kriegt jetzt alle was. Wie ihr wisst, hat mein kleiner Klopfer schon was gekriegt. Dafür kriegt ihr jetzt ein paar Blätter von dem Salat. Eine Kaninchen kriegen viel von mir. So, aber ein bisschen Gras ist im Denken gemischt wird. Das Gras ist noch ein bisschen nass. Habe ich jetzt doch gefühlt. Ich habe gedacht, es wäre trocken, aber das ist doch noch ein bisschen nass. Aber die Hasen dürfen auch nasses Gras essen. Das machen die Leute, die Hasen machen das ja auch in der Wildnis, dass sie nasses Gras und so fressen. Das macht keinen Unterschied. Ich gebe meine Hasen eigentlich öfters nasses Gras. Im Sommer
Zum Beispiel habe ich das schon mal mit dem Schlauch, habe ich das ganze Wasser auf die Wiese, wie dir schon mal gewusst ist, es auf mein anderes Video auch auf Sommer, wo ich den ganzen Wiese nass gemacht habe und die haben es gefressen. Ist nie was passiert eigentlich. Meine Hasen kriegen eigentlich nur Frischfutter. Trockenfutter ab und zu mal, aber die kriegen jetzt immer sowas. Wie ihr wisst, habe ich ja gesagt, dass meine Rex jetzt auch was kriegt. Ah, da ist euer Schälchen. Ja, jetzt kriegt ihr auch was. Das da ist auch, das wollte ich euch sagen, es ist ja auch gut geeignet für Kaninchen. Kauft es einfach, das ist eigentlich gut. Meine Kaninchen lieben Seeschüssel. Aber jetzt machen wir jetzt nicht, was die Leute mögen, sondern jetzt machen wir das Essen. So, jetzt kriegen die Salat, Blätter, Löwenzahn, Gras, alles Mögliche. Und Rapunzelsalat. So. Bitteschön, Trixie. Jetzt könntest du fressen, das hast du doch ganze Zeit gewollt, ja. Das hast du vermisst, ne, mein Schatz? Ich kenne euch doch. Na, bist du schon satt, weil du nichts mehr frisst? Goldschätzchen. So, Sisi, jetzt kriegst du auch was. Ah, jetzt kommt wieder Dreck runter. Jetzt muss ich gleich wieder kehren. Aber macht nichts. Ich mach das gern für euch. Ich liebe euch. Meine Süße. Hoffe ich, dass sie nicht runterfliegt. So, wie ihr wisst, kriegt jetzt die Sisi auch was. Mit Löwenzahn kriegt er auch Salatblätter. Und Gänseblümchen und wie nennt man die nochmal? Rapunzelsalat. So. Und Kopfsalat kriegt ihr. Meine Hasen lieben Kopfsalat und Eisbergsalat und Rapunzelsalat. Die lieben eigentlich alles Grünzeug. So, Sisi. Jetzt bekommst du was. Hast du dich gefreut, mein Schatz? Meine Hasen lieben Kopfsalat und Rapunzelsalat. Solltet ihr auch mal ausprobieren. Und zuletzt kommt noch Haferflocken. Das habe ich ja ganz sogar vergessen vorhin. So. Du hast ja vorhin schon ein bisschen Haferflocken. Also du kriegst gern noch was, weil du eine zweite Portion gekriegt hast von mir. So. Ah! Vorsicht! Wow! Na, fress ich, mein Schatz! Ach, guck! Oder bist du schon satt? Dein Bauch ist ja auch schwer, ne? Ja. Bald kommen ja deine Babys. Was hast du das schon geschafft? Isst du jetzt doch noch was, mein Schatz? Ja, das Haferflocken, ne? Dein Lieblingsessen. Dann magst du vielleicht nur eine Karotte? Vielleicht isst du dann später was. Ne? Vielleicht hast du dann später noch mal Hunger. So, jetzt machen wir die Stelle zu. Jetzt habt ihr ja euer Futter. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss und checkt mir einfach in die Kommentare, wie es euren Kaninchen geschmeckt hat. Das neue Gericht, was ich für euer Kaninchen, das nenne ich nämlich artgerechtes Gräuel, Frischkräuter für Kaninchen. Artgerechtes Frischkräuterfutter. Oder machen wir einfach artgerechtes frische Kräuter. Artgerechte frische Kräuter. Ja, so machen wir's. Also tschüss.